Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Hallo. Hallöchen. Hallo. Es ist soweit. Es ist soweit. Guck mal auf die Uhrzeit oben. 16:14. Ah, noch 6 Stunden. Mal Ja. schauen. Du kannst aber auch nüchtern sein, hey. Manchmal schon. Ja, vielleicht sollte der Wurzel noch ein bisschen Schnaps brennen, dann wird die Nacht vielleicht auch recht lustig. Wir haben doch Ja, Gärungsalkohol. ich würde gerade sagen, Gärungsalkohol liegt fast in jeder zweiten Kiste. Ich weiß nicht, ob ich das so trinken sollte hier im Spiel. Aber Melle, du solltest das verarbeiten. Das ist ja für Verbände. Und Verbandkasten. Ja, aber die Verbandkasten. brauchen ja erstmal die Bücher. Ach so. Da müssen wir sowieso ordentlich auf Jagd gehen nach diesen blöden Büchern. Vielleicht finden wir eine Also Bücherei. es gilt zwar immer weiter bei diesem Arztgedöns, aber ich kann auch nicht viel machen. Guck noch mal drüber, vielleicht. Pack dir dein Buch in deine private Truhe. Meinst du jetzt mich? Ja. Okay, danke. Da habe ich was Hat man zur Bettlektüre. wieder ja, intelligent spielen. Also. Erste Hilfe, Verband, Aloe Creme und Stoffwetzen. Ja, das wissen wir. Das kriege ich ja schon hin. Ja. Gipsverband müsste ich zum Beispiel an die Chemiestation. Halt, Es ist dann, wenn man sich was bricht. So wie der Wutz. Ich? Genau. Naja. Ja. Ja, du hattest mal ein Bein Gips. gebrochen. Gibt er mir gar keinen Gips an? Na Das war schon toll. Jahre her. Hier. Gipsverband. Für mich war es, als wäre es Stoffwetzen, gestern Mais. gewesen. Oh. Immer. Stoffwetzen, Maismehl, Bruchsand, trübes Wasser. Meist Okay. mehr. Also, zwei Stofffetzen, vier Maismehl, zweimal Bruchsand, einmal trübes Wasser. Da könnte ich ein Gipsbein machen. Das bringt nichts. Ich bin hier aber Was fast wollte ich noch? fertig. Und was wollte ich jetzt noch? Und Anti. Aber es verliert ja keine Ausdauer dadurch. Ja, aber ich bin so tausendmal schneller. Ah, ein bisschen spielen. Und ich verliere auch keine Ausdauer mehr. Ach so. Ja, und Antibiotikum steht da, können in einem Messbecher an einem Lagerfeuer gefertigt werden. Den Messbecher haben wir ja. Ja. Der liegt in der verstärkten Truhe in der Küche. Es liegt auch einer in einem Lagerfeuer schon drin, das weiß ich. Oh, das ist ja auch interessant. Greift Ich der weiß automatisch nicht. an? Das Anti. weiß ich nicht. Jetzt dachte ich, der greift mich an, weil er seinen Laser auf mich richtet. Ich glaube, den packe ich mal bei uns in die Falle mal rein. Ich habe noch einen hier. Einfach mal Warte, um. warte, warte, warte. Ja, vielleicht boxt er ja auch ein bisschen mit. Wurzel, hast du trübes Wasser zufällig? Ich brauche nur ein Ja. einziges. Ja. Okay, wir treffen uns mal am Lagerfeuer. Welches? Das, was aus ist. Da ist Auf ja der nicht Kreuzung einmal liegen auch welche. nebeneinander. Gott, jetzt muss ich ja erstmal hier durchkommen. Von vorne, also. Und dann links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der tot ist, der da drauf durchläuft. Einfach Okay. vorsichtig. Die anderen 9 kannst du mal wieder rausschmeißen. Ja, Moment. Probieren wir das erstmal. So, und ich muss jetzt den Lüftungsschacht abbauen. Und wenn das klappt, dann fällt jetzt die ganze Decke ein. Wenn ich jetzt alles habe, was muss ich denn jetzt tun? Weißt du, wie funktioniert das mit diesem? Mit diesem Pass. Ach, die drei Sachen muss ich ins Lagerfeuer reinlegen, ne? Nee. Oder Eigentlich wo? nur. Was willst du machen? Also, da steht, ich brauche schimmeliges Brot, Nitratpulver und trübes Wasser. Habe Für ich was? alles bei mir, Für um was? ein Antibiotikum zu machen? Ja, dann gib doch mal, drückst du auf das Lagerfeuer drauf und dann gibst du oben Antibiotikum ein. Habe ich. So. Und dann steht da, ja, und dann drückst du einfach auf Fertigen. Aber da steht kein Fertigen, das ist mein Problem.
dann hast du das Rezept noch nicht gelesen und hast mich aus. Es funktioniert. Also du brauchst Arzt und das Rezept, anscheinend. Ja, also ich kann es nicht machen. Weil ich habe jetzt alle Zutaten, die verlangt worden sind. Dann fehlt dir das Rezept vielleicht. Weil wenn ich auf das Buch klicke... Du siehst das ja. Wenn ich auf das Buch klicke, da steht da Antibiotika können Infektionen heilen, können in einem Messbecher an einem Lagerfeuer gefertigt werden. Messbecher ist drin. Okay, bitte. Drücke ich auf den Hammer, dann kommen mir die Zutaten, die ich brauche, und alle habe ich. Ich hätte die Zutaten gar nicht, also muss das ja funktionieren eigentlich. Drücke ich auf dieses Schloss, was dahinter ist, was offen ist. Freischaltoption Arzt. Ich bin Arzt. Bin sogar Chirurg mittlerweile. Rezept Antibiotika. Also mir fehlt das Rezept Antibiotika, oder wie? Ja, dieses Buch. Das Buch finden. Das ist das Problem hier gerade in diesem Spiel. Kriegsteine. Dinger zurück, ich kann damit gerade leider nichts anfangen. Deswegen sage ich, wir müssen irgendwann mal plündern gehen, dass wir die ganzen Bücher mal irgendwie finden. Ey, wie kann ich denn so einen Halbblock um einen halben Block nach oben verschieben? Damit ich die Decke schön eben machen kann. Linksklick vielleicht? Nee, dann dreht er sich nur wie ein Wilder. Ja, da musst du auf R gedrückt halten und dann hier der mit den ganz vielen Pfeilen das in allen Richtungen dreht. Ah, jetzt. Fuck, jetzt habe ich den falsch gesetzt. Aber es funktioniert, Melle. Was? Dein Dach ist so gut wie leer. Oh, super. Es macht nur einen riesen Lärm, wenn da alles runterfällt. Unser Profi. Das Loch muss halt nachher wieder zu sein. Es ist zu. Kurz auf K. Jetzt haben wir einen Lüftungsschacht. Jetzt ist schon 7. Ich sollte nochmal was essen eigentlich. Mich vorbereiten, statt hier das Dach fertig zu machen. Das kannst du wieder auch noch machen. Ja. Wenn wir überleben. Du kannst ja mal hochgucken, das ist jetzt sogar mit Panoramasicht von unten. Cool. Oh, das ist ja toll. Ich habe das Blumenbeet aus Versehen falsch gesetzt gehabt. Ja. Habe das jetzt abgebaut und habe es komplett wieder zurückbekommen. Nicht in Einzelteilen, sondern wirklich komplett. Verbände. Packt euch Verbände ein. Ja. Muss ich gucken? Nö, hab ich gerade nicht. Muss ich gucken. Arzneischrank. Ich muss mein Inventar noch leer räumen. Ach, das ist ja schon 19 Uhr. Ja, wir müssen losmachen. Oh. Hilfe. Komm. So, das kann ich nicht reparieren. Oh Mist. Ich muss meine Donnerbüchse noch reparieren. Oh, die habe ich schon. Da brauche ich noch ein Rohr. Wieder da. Bebe. Wurzel, beeil dich mal mit Vorbereiten und so. Ja, ich bin ja dabei. Wenn du noch nicht bist. Hier machen wir dann auch schon mal alles nachher dicht, ne? Wann fängt's an? 22 Uhr. Ah ja, hab ich gleich. Ja, da muss ich noch mal schnell was flütteln. Was ist flütteln bei dir? Essen, trinken. Gott, wie sieht's denn hier aus? Wo denn? Ach, okay, muss ich da eigentlich nachher bloß noch reparieren, das Dach, oder wie? Ja, aufbessern halt. Okay. Cool. Okay, noch mal ein bisschen roten Saft mitnehmen. Oh ja, Mist. Yeah, jetzt geht's los, Suppen in der Hose. Warte mal, ich mach gleich Optionen. Die Lautstärke wieder runter, sonst vergesse ich das. Oh, das ist eine gute Idee. Habt ihr genug Munition dabei? Donnerbüchse, etc.? Ja. Hab ich.
Habe ich natürlich. Rüssel, hast du eine Donnerbüchse? Nein, ich habe meinen Prügel. Ich ist der Prügelknabe. Ich habe doch Prügel-Peter geskillt wie ein Blöder. Ach so. Das ist ein guter. Oh, ich hab Angst. Ja. Ich habe auch diesmal Wasser dabei. Zur Sicherheit. Also im, wenn du nochmal irgendwie über eine Mod stolperst, die dafür gut ist. Wofür? Für einen Prügel? Mhm. Ja, ja, ich nehme alles mit. Das ist. Ich habe jetzt bloß die Stacheldrahtmod. Glaubst du echt, diese Maschinenhammer da tun noch was für uns? Weiß ich nicht, ist mir wurscht. Wenn sie nur ein bisschen in den Arsch pieksen. Wo bleiben wir eigentlich über Nacht? Hier in der alten Falle. Oder? In der alten Falle. Niemals im Haus bei uns. Okay. Keine Blutmondnacht in unserer Base. Und die neue Falle ist noch nicht fertig. Wie komme ich denn da durch? Oh Gott, ja. Da, wo der Strider ist. Und dann Stück für Stück. Du musst dich hier so durchschlängeln, so. Ah, toll. Das ist genau das, was Melle braucht. Ja. Ein Geschicklichkeits- Wenn du nicht lebend ankommst, ich bin unschuldig diesmal. Guck mal, der zielt auf irgendjemanden. Ah, ne. Ja, der guckt immer wieder rum. Okay. Wer cool. zielt? Unser Hammer. Unser Robotik-Dinger hier. So, ich hab jetzt mal aufgestellt. Abschießt. Zur Verteidigung. Achso, warte mal. Munition sperren. Und woher wissen wir, dass wir diesmal von vorne kommen? Da bleibt offen, oder? Ja, ja, das lasse ich so. Deswegen habe ich ja den Weg offen gelassen. Das ist nicht gut. Guck mal, der schießt in unsere Richtung. Nee, der tut uns nichts. Der dreht sich immer. Der tut uns nichts. Das ist unser. Den können wir auch aufheben, wenn wir wollen. Ja. Wurzel, bringst du noch eine Winzigkeit, so einen Maiskuchen für mich mit? Ich habe nur noch ein Stück Fleisch, fällt mir gerade auf. Ich bring dir einen Maiskuchen mit. Super, du bist der beste Weißkuchenlieferant, den ich kenne. Habt ihr an die Verbände gedacht? Habt ihr an Munition gedacht? An Wasser, an Tee, an Essen? Verbände habe ich vergessen jetzt. Ich habe einen Verbandkasten, Schmerzmittel und so. Wo muss ich hier lang? Ja. Andersrum. Ja, da lang. Nein. Andersrum. Abgeben. Ja, das ist in Ordnung. Hier, in der Richtung. Dankeschön. Okay. Siehst du es? Geht zur Brücke, Richtung Brücke. Jetzt musst du den durchlotsen in 2 Minütchen. Ja, das. Da geht er, hier zu mir. Da Richtung Brücke. Das ist ein Zickzackweg. Hier, bei mir ist die Öffnung. Hier. Hier vorne. Und dann im Zickzack da durch. Pass auf. Ich gebe dir Rücken. Rückendeckung. Ich wollte es ja offen lassen, aber ich wollte es halt so, dass die Viecher auf jeden Fall trotzdem reinlaufen, obwohl es offen ist. Ja. Na, mal gucken, ob deine Strategie aufgeht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir leben alle. Noch ja. Ein Bonbon in den Mund. Nochmal ein Näschen pudern. So, Leute, bereit machen. Ist gleich soweit. Ja. Und die Kumpels, die schießen, was mit dem anderen? Der pennt oder was? Der wacht irgendwann wieder auf. Hoffentlich. Okay. Hoffentlich. Ja, der schläft jetzt erstmal eine Runde. Die Nacht hat begonnen für ihn. Wo wollt ihr denn hinstehen? Ich stehe so wie jetzt. Ich stehe hier. Ich bewege mich nur noch rückwärts, wenn was ist. Okay. Dann bin ich hier hinter der Dartfalle. Funktioniert die? Oh, scheiße, warte mal. Ich sehe gerade, dass der Roboter. Darf ich nochmal kurz raus? Ja. Der Robotikhammer, der ist ja direkt. Davor? Da voll im Weg. Spider, was hast denn du da für einen Knüppel? Ein Stufe 6 Knüppel. Wo hast denn den her? Irgendwo mal gefunden. Okay, ich sag gar nichts mehr zu. Gib doch dem Prügelpeter den guten Knüppel. Ne, ich hab Level 5 mit Mod, also... Ja, aber modde doch noch schnell den Level 6 und tauscht kurz. Nee, dann lass ihn Swider, ist gut, passt schon. Ich kann ihn dir geben, kein Problem. Nee. Bei dir bringt er mehr als bei mir. Ja, deswegen. Nee, das wird sich nicht... Warum? Herrgott.
So, ihr müsst bloß gucken, dass ich Platten. Also da kann ich nicht. Ja, rein. Melle, wenn du einen Sechser hast, dann gib doch du den Sechser, den Wurzel. Ja, da muss er bloß sich umdrehen. Okay. Okay, warte, und dann gebe ich dir meinen Fünfer. Aber ohne Mod, oder? Nee, mit Mod, ich hab noch einen anderen. Nimm doch den Mod nochmal raus. Nee, ich hab, ist alles gut, ich hab zwei Mods. Okay. Jetzt geht's los. Supplement aus. Schieß aber deine Falle jetzt, oder? Diese komische Dart-Falle kann ich nicht reparieren, oder wie? Nee, ich glaube nicht, weiß ich gar nicht. Ich muss gucken, wo ich einen Platz hinfinde, dass ich überall rankomme. Warte mal, weiß ich jetzt nicht. Achso, du bist doch hier der Buddler. Ja. Eine 6er Schaufel hast du auch wahrscheinlich schon. Nee. 5 von Dart-Falle brauchst nicht. Okay. Ich habe eine 6er Steinschaufel und eine 2er Eisenschaufel. Achso, ich habe eine 5er Eisenschaufel. Nee, passt. Oh, okay. Die darfst du dann behalten. Ja, danke. Irgendwie habe ich ja den größten Schrapel von allen. Ja gut, ich habe ja die... Irgendwo wollt ihr doch noch Essen haben, Imp? Ja, Maiskuchen. Ja, Maiskuchen. Ach, du bist der Beste. Ja, ich weiß. Und die Dartfalle, ja, die schießt Pfeile. Die hat auch momentan 1160 Pfeile drin. Wo hast du die Pfeile her? gebaut. Freak. Das sind ja nur Eisenpfeile, brauche ja keine Federn für. Federn waren aber auch in der Woche jede Menge da. Imp, hast du Platz? Ja. Gut. Du? Okay, da kommen sie. Ich will nicht. Los. Ich hab vergessen einzukaufen, ne? So, Blutmondnacht, die dritte. Ja, das werden wir auch wieder überleben. Und die kommen auch hier vorne lang, ja? Ich hoff's. Ja, hoffentlich. Das hört sich scheiße an. Hört sich aber nicht danach an, dass es... Doch, die kommen nur seitlich. Also die kommen halt den Berg runtergerannt. Diese Dinger mit dem Laser da vorne, machen die auch was, oder? Noch nicht. Eigentlich boxen die. Die boxen nur. Wieso bin ich jetzt hier oben? Komm runter. Ich war gerade in der Decke gesteckt. Aussicht genossen. Der einzige Nachteil ist, dass die Leute, die der Stachelfalle sind, kriegen natürlich keine Erfahrungspunkte, ne? Ja, gut, das ist jetzt egal. Aber gut, dass du sagst, dann trinke ich jetzt noch meinen Großvaters Lernelixier. Oh. Gibt 20% mehr EP für 4 Minuten. Die erste ist durch. Oh, und der hat nicht geboxt. Okay. Oh, jetzt geht der Spaß bei Imp. Ah, doch, der boxt. Ha, nur der eine, der hat Edge-Schlaffunktion. Okay. Warum hoppen die da oben drauf? Schläft der eine Boxer da? Gerade der schläft jetzt. Gab's ja nicht. Ich weiß nicht, ist denn die Batterie ausgegangen oder? Eigentlich hat er keine Batterie. Dann frage ich mich, woher die Energie kommt. Keine Ahnung. Boah. Die war durchgekommen, die eine. Der auch. Ach so, der boxt die rein. Scheiße. Ja, super. Das erklärt, warum der down durchkommt bei mir. Ja, wenn er ihn falsch erwischt, boxt er tatsächlich rein. Ich sehe nicht, was der macht, weil da immer Körper davor sind. Aber cooles Teil. Die Viecher greifen das Ding nicht an und der kann boxen. Weiß halt nicht, wie viel der macht. Sehr unübersichtlich, ja. Das ist... Melle, jetzt ist ja noch alles in Ordnung. Kannst du mal gucken, ob seitlich noch alles in Ordnung ist? Ja, da bin ich immer wieder am Gucken. Okay. Nach oben. Also, sieht noch gut aus. Das ist wie das letzte Mal, nur die ganze jetzt Reihe bei Imp. Das ist doch fair.
Kannst du reinballern. Ja. Ja, ja, ja. Blöden Box. Die Wand ist kaputt, die Wand ist kaputt. Okay, dann eins zurück. Eins zurück, Melle, Melle. Warum ist die kaputt? Ja, weil ich nicht rangekommen bin. Achso. Das ist das Problem. Die sind schneller am Kaputthacken, als ich reparieren kann. Aber deswegen habe ich ja ein paar Reihen gemacht. Und diese blöde Box da verhindert vieles. Ja, irgendwie macht die nichts. Diese Dartfalle? Ja, weil die alle bei dir kommen. Die kann nur gerade ausschießen, nicht schräg. Ich häng. Esst was, trinkt was schnell, bevor die wieder da sind. Ja, mir geht's gut. Jetzt kommen sie von der anderen Seite, jetzt kommen sie von uns weiter. Ah. So, schöne Sache. Oh, hat einer Holz? Ja. Warte, komm her. Oh, ein bisschen. Ah, komm her, mein. Doch, da, jetzt. Da. Ach, die dicke weg, die macht die Tür immer kaputt. Dominus. Schon weg. Da ist irgendwo noch ein Hund. Kannst du auf den Hund schießen? Ja, bin schon dabei. Den treffe ich irgendwie nicht so gut. Bam. Ach so, diese Dartfalle muss irgendwie noch mit Strom versorgt werden. Deswegen geht das nicht. Wie kommst du da jetzt drauf? Steht's auf dem Weg. Hey, ich habe ein verdorbenes Fleisch, Melle. Oi. Ja, was Gutes haben. Oh, ich muss einmal irgendwo zulaufen, da ist nicht dran. Ja. Oh, was läuft ganz schockig gerade, wa? Wann war das auch um eins? Wie war das? Eins oder zwei, ja. Ah, da waren jetzt noch keine solche Spucker dabei. Oh, verschrei es nicht. Ja, ich sag ja noch nicht. Habt aber gut gebaut, also. Die hängen halt immer noch schön in diesen Holzfallen. Ja, der arme Hund. Also der Robotikhammer, der ist schon geil. Schubst die halt auch in die Holzfallen. Guck da vorne, ich guck hier hinten mal geschwind. Aber die sind auch anscheinend nicht so viele auf dem Dach wie sonst. Nee, diesmal gerade nicht mehr. Läuft gleich echt geschmeidig. Melle, linke Wand. Okay. Was? Nee, passt. Du hattest dich schon drum gekümmert, während ich es gesagt habe. So, die Tür. Die geht so schnell kaputt. Das ist wie letztes Mal bei Wurzel, wo ich nicht hinterher kam mit der Tür. Aber heute hat es anscheinend auch nicht die Vögel so, ne? Nö. Es ist eine ruhige Nacht. Naja, ruhig. Naja, relativ. Schmeidig. Ich hab doch gerade was gesehen. Wo ist der? Holt euch den Rucksack. Ist was Gutes dabei? Nee, nur Baseballschläge und eine Feuerart. Die Robotikhammer finde ich echt ulkig. Ich sehe den gar nicht. Welcher ist das? Beide der vorne. Rechte. Der linke, der will ja irgendwie nicht.
hört sich immer an wie Geld. Das werden die in den Rucksack fallen lassen. Da schießt den eigentlich ständig einen Schädel weg. Ist das Strider? Ja. Ja. Wer sonst knallt hier rum? Ja, ich sehe immer ein bisschen Schädel platzen. Aber kann ja auch sein, dass das... Ja, das ist auch mein Hammer. Ja. Also wenn es dazu knallt, dann ist es der Strider. Ah, sie sind genau über uns. Ich muss anfangen, hier Heile zu machen. Okay. Machen sie die Decke kaputt? Ja, das wird sich auch in der neuen Falle wird sich jetzt auch ganz abändern. Und da können wir zu doch mal schießen. Flup, 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 flup. Boah, voll in den Arsch. Du stehst doch drauf. Auf deiner Seite sind sie gerade. Ich hab sie von außen. Okay. Jetzt muss die Nacht her, aber ja, um 2 ist dann vorbei. Und beim Imp auf dem Kopf stehen sie. Die stehen mir zu Kopf. Ich finde den Robotikhammer immer noch lustig, wie der da vorne drum schubst. Guck mal hinten die Wände an und die Decken. Ja. Ja, da. Ich würde das ja auch gerne mal sehen, aber ich glaube, ich das überhaupt nicht im Blick. Ja, das ist schwierig hinzugucken. Ich bin da einfach zu beschäftigt gerade. Ja, hinten haben sie es auch versucht. Ja, die nächste Falle ist ja nochmal höher gebaut, also da wird dann mehr Sicherheit gegeben. Okay. Ich vertraue dir da. Ich habe keine andere Wahl. Kommt er mit der Tür noch klar? Ja, ja. Wir haben ja noch eine Reihe nach hinten. Ja, wir haben noch ganz viele Reihen. Ja, ich habe das geguckt, dass die Decke... Also es war weder um 1 noch um 2, wo Schluss war. Geht die Nacht wohl bis 4. Der Rest kommt jetzt. Schatzi, kannst du einen Schritt rückwärts gehen, bitte? Ich komme nicht dran über deinem Kopf. Oh, bei mir ist irgendwo was kaputt gegangen. Ich habe gerade das Geräusch gehört von zerbrechendem Stein. Ja, ja, die sind da an der Seite irgendwo. Bei dir über dem Kopf. Also aufpassen. Beim Strider über dem Kopf. Oh. Ne, Bier. Wer... Alter Schwede. Wir kriegen ein Problem echt von oben, ne? Ja. So. Da ist noch ein Rabe oben. Yep. Und der da. Ja. Oh. Hi. Wollen an unsere Decke hier. Die machen aber nicht so viel Schaden wie die Zombies, aber sie machen alle Schaden. Weg. Aber sie infizieren dich sofort, das ist das Problem. Ja, aber die waren jetzt überwiegend über dir und über Strider. Vielleicht stinken wir am meisten. Ja, weil ihr auch das höchste Level habt, denke ich mal. Das kann sein, ja. Macht das was aus? Und hinten an der Rückwand waren auch welche. Das Level macht viel aus, ja. Okay. 5 Punkte. Coole Sache. Hä? So. Die Raben gehen wieder verfrottendes Fleisch. So, warum wollte der Geschützturm eigentlich nicht? Ich trinke jetzt ein Bier. Einfach auf den Abend.
Ein kleiner Rausch, du hast Lust zu raufen. Oh. Warum bin ich jetzt schon im Rausch? Der Geschützturm war kaputt. Wegen? Deswegen ging er nicht. Aber jetzt sehe ich alles verschwommen. Scheiße. Wie kommst du jetzt da durch? Es ist fast nichts mehr da. Okay. Angeheitert. Gib ich dir gleich mal das verrottende Fleisch mit, ne? Ja. Achso, ich habe auch noch einen. War doch eine gute Nacht. Super. Ja, und dann haben wir auch schon Schluss für heute, ne? Oh ja, krass. Perfektes Timing. Ihre Beute mit mir teilen, ist das nett. Ja, klar. Ich beschütze euch mit Bauen und ihr beschützt mich mit Abschlachten und dann kriege ich die Beute. Das ist gerecht geteilt, oder? Ja. Ja, klar. Ey, Beute gehört uns eh allen. Dann bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.